Heute sprechen wir mal über ein sehr spannendes Thema, nämlich Selbstvertrauen. Jetzt denkst du vielleicht, Selbstvertrauen, was soll daran spannend sein? Da habe ich schon 10 Bücher darüber gelesen, schon so viele YouTube-Videos darüber gesehen. Jeder Coach spricht von selbstsicherem Auftreten und Selbstvertrauen. Und ich sage dir, dass du genau deswegen wahrscheinlich noch nie von wahrhaftigem Selbstvertrauen gehört hast. Geschweige denn es wirklich spürst, denn die meisten Menschen rennen direkt am Ziel vorbei. Und heute möchte ich dir beweisen, warum und dir zeigen, was wahrhaftiges Selbstvertrauen wirklich ist. Viel Spaß dabei! So, bevor wir jetzt anfangen, müssen wir diesen Begriff einmal nochmal sauber definieren, denn es ist ziemlich schwer, mit der deutschen Sprache wirklich ins Schwarze zu treffen. Und damit wir hier alle vom Gleichen sprechen und du weißt, was jetzt auch auf dich zukommt, ist es wichtig, einmal dieses Wort Selbstsicherheit bzw. Selbstvertrauen zu definieren. Für mich ist Selbstsicherheit der passendere Begriff. Denn Selbstvertrauen kann man auch so definieren, dass man sich selbst vertraut. Das heißt, wenn man sich selbst belügt, vertraut man sich irgendwann nicht mehr. Das heißt, wenn ich sage, ich werde morgen ins Gym gehen und dann gehe ich nicht und dann sage ich, aber übermorgen gehe ich und dann gehe ich wieder nicht, dann irgendwann vertraue ich mir nicht mehr selbst. Das ist so wie du einem Kollegen, der dich immer wieder versetzt, irgendwann auch nicht mehr vertraust. Das heißt, das meine ich nicht, denn Selbstvertrauen in diesem Sinne ist sehr einfach zu erlangen, indem man einfach mit sich selbst mal ins Reine kommt und sich wirklich nur noch Sachen vornimmt, die man auch will. Da habe ich aber schon sehr viele Videos darüber gemacht und da gehen wir jetzt nicht rein. Wir gehen jetzt wirklich in selbstsicheres Leben, in ein selbstsicheres Auftreten auch, aber vor allem in dieses Gefühl, was es denn heißt, selbstsicher zu sein. Weil es ist am Ende des Tages ein Gefühl. Und das Wichtige ist, dass wir einmal anerkennen, dass es Leute gibt, die das wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben wirklich gespürt haben. Du kannst auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn es dir so geht, denn es gibt Leute, die haben in ihrem Leben noch nie wirklich etwas erreicht oder irgendwas aufgebaut, wo sie sagen können, boah, da fühle ich mich richtig sicher. Da habe ich die richtige Selbstsicherheit gekriegt. Das heißt, es gibt Leute, die verlieren oft im Leben. Das heißt, die sind vielleicht in der Schule abgewiesen worden, haben vielleicht schlechte Noten gemacht, haben keinen schönen Job. Und irgendwann denken sie so, ja gut, also wie soll ich jetzt noch Selbstvertrauen aufbauen? Als gutes Beispiel nehme ich hier immer Männer, die es noch nie geschafft haben, auf eine Frau zuzugehen oder bisher immer einen Korb gekriegt haben. Ich meine, das ist richtig schlimm, oder? Ein Typ, der noch nie von einer Frau eine Nummer gekriegt hat. Diese Typen gibt's. Oder ein Typ, der noch nie einen Job richtig gemeistert hat, der immer gekündigt wurde und einfach immer schlechtes Feedback gekriegt hat, der es auch nie wirklich gefeiert hat. Das heißt, der weiß gar nicht, wie er jetzt mehr Selbstsicherheit aufbauen soll, weil er nicht daran glaubt. Wirklich, er glaubt nicht daran, dass es diesen Job gibt, den er wirklich auch meistern kann, wo er wirklich auch gut ist und gutes Feedback kriegt. Oder Leute, die sich immer socially awkward fühlen, die mit anderen Menschen nicht wirklich umgehen können, die es einfach nie gelernt haben, sozialer Kontakt. Das heißt, super schwer, so einer Person beizubringen, sich selbstsicher zu fühlen, wenn sie es noch nie gemacht hat. Das heißt, man könnte fast meinen, dass Leute, die Glück hatten, die entweder gut aussehen oder eben von Anfang an irgendwie schon so in diese Position hineingeboren wurden, wo sie Selbstvertrauen, Selbstsicherheit hatten, ja, die haben jetzt schon ein geiles Leben und dadurch haben sie Selbstsicherheit und dadurch haben sie noch ein geileres Leben irgendwann. Und Leute, die nicht so Glück hatten, die vielleicht noch nicht so weit sind oder eben bisher immer abgelehnt wurden, die fühlen sich noch unsicherer deswegen und bauen damit noch ein schlimmeres Leben auf oder eben gar kein richtiges Leben auf. Und wenn wir jetzt aber mal genau hinschauen, dann können wir das auf jeden Fall widerlegen, weil das ist etwas, was ich immer wieder sehe, dass Leute das Gefühl haben, ja gut, okay, ich habe verkackt, so, ich habe es nicht geschafft, ich bin 20, ich bin noch Jungfrau oder ich bin 20, ich habe meinen Purpose noch nicht gefunden oder was auch immer. Und genau hier ist das Ding. Wir müssen mal genau schauen, was hier passiert. Also ich persönlich kenne sehr viele Leute, die erfolgreich in etwas sind, von außen, aber trotzdem nicht selbstsicher auftreten. Ich kenne zum Beispiel sehr viele Frauen aus der Modelszene. In Kapstadt habe ich sehr viele von diesen Girls kennengelernt. Da könnte man auf den Fotos meinen, hey, die sehen so gut aus, die müssen ja super selbstsicher sein. Und dann merke ich, nein, die sind überhaupt noch nicht selbstsicher. Oder auch erfolgreiche Geschäftsmänner, wo man denken könnte, ja, der hat es doch geschafft, der hat Millionen auf seinem Konto, der hat schon so viel erreicht, schon so viele Businesses aufgebaut. Aber wenn du da mal so richtig reinguckst, siehst du, der ist überhaupt nicht selbstsicher. Der hat Versagensängste, der ist nonstop. Also das heißt, die Korrelation, dass es im Außen Erfolg geben muss, um sich innen
selbstsicher zu fühlen, das bestreite ich. Ich sage, es gibt ganz klare Evidenz, die zeigt, dass das nicht stimmt. Und jetzt ist die große Frage, ja, was ist dann sozusagen der Mechanismus? Und das ist am Ende des Tages ganz einfach. Es ist immer, wie du dich selbst siehst. Das heißt, wie du dich selbst siehst, und das kommt von innen, nur du kannst dich selbst sehen. Und deswegen glaube ich, dass wenn du jetzt diese Strategie verfolgst, dass du Selbstsicherheit und Selbstvertrauen aufbaust, indem du Sachen erreichst, du nicht an der richtigen Schraube drehst. Das heißt, du denkst zwar, okay, ich fühle mich jetzt gerade unsicher, ich bin nicht selbstsicher und deswegen mache ich jetzt Sachen, damit ich mich selbstsicherer fühle. Das kann unter Umständen funktionieren, aber du siehst, dass es nicht immer funktionieren muss. Das heißt, es gibt Leute, die machen das, die gehen auf diesen Weg und ja, bauen ein krasses Business auf und sind dann immer noch unsicher. Und deswegen ist es wichtig, dass du einmal nochmal verstehst, dass Selbstvertrauen oder eben dieses Gefühl von Selbstsicherheit, das klingt besser, ein Gefühl ist, was du in dir kultivierst. Und wenn du dich nicht selbstsicher fühlst, dann bedeutet das im tiefsten Inneren, dass du das Gefühl hast, dir fehlt gerade was. Das ist es nämlich. Ich bin nicht in der Lage, diese Situation zu meistern oder das zu schaffen. Das ist es eigentlich, was es ist, immer. Es ist immer dieses Gefühl, es nicht zu schaffen, weil dir etwas fehlt. Das heißt, wenn Leute wirklich selbstsicher sind, also die Definition von selbstsicher ist für mich dieses Gefühl, dass mir nichts fehlt und dass alles, was ich irgendwann brauchen werde in meinem Leben, heute oder in der Zukunft, erreicht werden kann von mir. Dass ich es schaffe, mir das zu holen, was ich brauche, wenn ich es noch nicht habe. Und jetzt könnte man natürlich in eine Falle treten und sagen, ja gut, Mischa, ganz easy, dann denke ich einfach, ich bin hübsch und dann klappt das schon, dann bin ich selbstsicher. Und das stimmt nicht. Das ist die Vorstufe zu Narzissmus, wenn du anfängst, die Realität auszublenden und dir selbst was vorzulügen. Das endet dann in kognitiver Dissonanz, weil dein Unterbewusstsein weiß genau, dass du dich belügst. Und die zweite Falle, die habe ich vorhin schon angesprochen, die eben auch nicht funktioniert, ist, dass du anfängst, dein Selbstvertrauen, genau, deine Selbstsicherheit aufzubauen durch Sachen. So, das kann kurzfristig eventuell funktionieren, aber es muss nicht. Und damit kommen wir jetzt zum Kern der Sache, nämlich zu dem, was du wirklich tun kannst, um in dir das Gefühl von Selbstsicherheit zu kultivieren, ohne irgendwas da draußen machen zu müssen. Und es ist ganz einfach und doch so schwer. Du musst es schaffen, komfortabel mit den Abfucks in deinem Leben zu werden. Das heißt, du musst komfortabel damit werden, was du eventuell noch nicht kannst und eventuell deswegen auch nicht kriegst. Ich mache ein Beispiel. Die Leute, die wirklich erfolgreich im Business sind, das sind die Leute, die komfortabel damit sind, dass es auch schief gehen kann. Also die schaffen es, sich wohlzufühlen und auch das zu akzeptieren, dass es eben auch schief geht, dass man auch versagt. Das sind Leute, die wirklich Selbstvertrauen haben und selbstsicher sind, haben es geschafft zu sagen, hey, ich kacke ab, es kann gut sein, dass ich auch abkacke. Oder bei einer Frau, ja, ich weiß, dass ich auch abgelehnt werde. Ja. Und auch damit bin ich fein. Oder in der Beziehung auch damit fein sein kannst, dass es wehtun wird, dass es richtig schmerzen wird. Dann kannst du auch in einer Beziehung viel selbstsicherer auftreten. Aber wenn du natürlich das Gefühl hast, dir fehlt etwas, oder wenn du das Gefühl hast, boah, ich kann das nicht und es darf auch nicht sein, dass ich das nicht kann, ja gut, dann wirst du immer im Widerstand bleiben und es wird immer schwer. Du wirst immer dieses Gefühl haben, mir fehlt was. Und das kannst du nur vermeiden, wenn du komfortabel damit wirst, dass es auch schief gehen kann. Dass du auch abgelehnt werden kannst, dass du dein Geld verlieren kannst, dass du auch mal das nicht schaffst, was du dir vorgenommen hast. Das ist sehr kontraintuitiv, weil jetzt könnte man meinen, ja gut, aber dann werde ich doch richtig scheiße, wenn ich damit auch aufräume. Aber das ist nicht so, weil dann bist du ja wirklich zum ersten Mal wirklich selbstsicher. Das ist das Gefühl, was du wahrscheinlich noch nie hattest. Und dann kannst du es wirklich auch wagen, weil du okay bist. Du kannst auch von sogenannter Pre-Acceptance sprechen. Ich habe das Wort zwar noch nie gehört, aber es ist so wie, du musst es jetzt schon akzeptieren. So, wie du deinen eigenen Tod am besten auch schon vorzeitig akzeptierst. Und nicht erst, wenn du kurz davor bist. Weil das heißt dann auch, dass dein ganzes Leben nicht wirklich sicher sich anfühlt. Das ist genau das, was Alan Watts gesagt hat, auch in Bezug auf Leute, die Angst vor dem Tod haben, die haben auch Angst vor dem Leben. Das heißt, wenn du nicht komfortabel bist mit der Tatsache, dass du irgendwann stirbst, dann wirst du nie wirklich selbstsicher in deinem Leben sein. Dann wirst du immer Angst haben. Irgendwann ist es zu Ende und oh, ich muss aufpassen. So, das ist genau die gleiche Dynamik. Es ist super, super interessant und es ist für viele Leute manchmal nicht greifbar, weil es so, ja, es ist so
befreiend, aber gleichzeitig auch so schwer loszulassen, weil du gibst dieser Geschichte so viel Bedeutung, wie auch deinem Leben, wie auch allem und damit auch dieser Story, dass du etwas nicht kannst, dass dir etwas fehlt, dass das manchmal so festgehalten wird. Obwohl es nur eine Entscheidung ist, loszulassen, bleibt es manchmal so bei Leuten, so, ah, die können es einfach nicht loslassen. Weil wenn du es loslässt, ja, dann hast du dieses Problem nicht mehr. Und dann ist plötzlich alles anders. Und das ist fast schon so wie ein Ego-Death manchmal. Also bei gewissen Leuten passiert da wirklich was sehr Spannendes. Wenn sie das mal verstanden haben, die werden emotional, die fangen an zu weinen. Und es ist gleichzeitig aber auch ein super wichtiger Step im Leben eines Menschen. Und deswegen mache ich auch diese Arbeit mit The Chainless Life in meinem Mentoring, wofür du dich immer bei uns bewerben kannst, auch wenn es manchmal limitierte Spots gibt. Du kannst dich immer bei uns für einen kostenlosen Beratungscall bewerben. Das heißt, du musst dich bewerben, wir müssen sehen, wer du bist, was du möchtest von uns. Und wenn es stimmt, dann können wir dir auch wirklich helfen. So oder so, auch wenn es nicht zu einer Zusammenarbeit kommt. Das werden die besten 30 Minuten deines Jahres. Unten ist der Link. Nimm diese Chance wahr und sag mir auch gerne, ob du wirklich schon selbstsicher bist. Bist du wirklich schon selbstsicher, dass du sagen kannst, ja, es ist okay, auch wenn es mal nicht okay ist. Auch das ist okay, weil dann hast du es wirklich gecheckt und dann gratuliere ich dir auch, weil das ist eine Arbeit, die in meinen Augen, je früher du das einmal gecheckt hast im Leben, desto besser. Es ist wirklich, boah, also da brauchst du auch keinen, wie gesagt, da brauchst du auch keinen Weltrekord aufzustellen, du musst auch nicht irgendein krasses Business gründen, es ist alles hier, es ist alles schon da, so. Du stehst dir manchmal selbst im Weg und wenn du das rausfindest und das ganz bewusst auch entscheiden kannst, loszulassen, bam, Transformation is happening right now. So, besten Dank, dass du hier warst und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Dein Mischa. Peace out.